Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Jetzt könnt ihr mal sehen, die neuen Möbel sind da und die, upsala. Hört mal. Hier, Zettle. Und Jonas mit seinen 100 Freunden haben schon drauf gesessen, gell, Garfield? Muss auch wieder kehren, die Veranda. Was lässt sie machen, Jonas, Hena? Waraka, Tini. Lea, in die Amelkedi. Die machen, die zerreißen immer Bücher und das soll Geld sein. Ein Eiser, Warin, Chantre, Entre. Chantre, gell. Guck mal hier. Das ist für so viel Geld. Das muss eigentlich hier sein. Entisiatza. Masch. Muhtaram, Siatza. Masch. Minrem Shekel. Amel Schweier, die Machata Quais. Shanshaklu Hello, Manzer Hello. Aiwa Kiddi. Muas? Masha Allah Muas. Guck mal, wie schön. Also ich finde es viel zu teuer, viel zu klein eigentlich, wenn du so überlegst. Aber schön sieht's halt aus, ne? Und die Kinder sitzen hier, alles schön. Die und bei den Rotkiso, mit der, alles in die Tüte. Jetzt haben wir hier den nächsten Dreck. Kommt, Bad Hawaji Kulugai Mechantani, Hanna. Mit einer Tüte. Guck mal, die fühlen sich wohl hier. Ich, ja. Also ich, Heidi, ja. Sehr schön. Na, da haben wir. Und der, Entimischi Trap Ottatani. Ich habe ihn schon rausgeschmissen, hat die Katze, nach der Katze geschlagen. Oh, Ente Ismakea? Mohammed. Wenta? Ayosa. Oh, Ahmed. Die haben ihn ausgelacht, weil er blonde Haare hatte. Das ist der Moas. Und von Rushdi. Aho, Rushdi. Yalla. Aber hat die Telefon, Shani, Khalas. Schon Fen Amina Telefon. Ah. Jonas, das geht nicht, du weißt, kann nicht. Mit nur das Spiel. Also nach diesem die Spiel. Dann diese Leute. Na gut, aber danach sofort rein. Was ist hier schon wieder los? Mahmoud ist bei der deutschen Botschaft fast verzweifelt. Mehr Details erspare ich euch. Manche wissen, wovon ich spreche. Es gibt da wirklich ein paar nette Damen, aber es gibt auch Ausnahmen. Nachdem er die Dinger in der Hand hatte. Ja, dieses Schaf ist kein Brüllschaf, das ist ein Boxschaf. Die boxt die Türe so lange auf, bis sie aufgeht, gell? Also Schafe sind schon, ich weiß nicht. Und ich wollte heute Abend ein Geheim und Bock kaufen gehen. Also der Bock von dem anderen, der ist, der kleine Bock gehört den Kindern. Und der große Bock, was war mit dem großen? Ach so, das ist seiner, der ist unverkäuflich. Ja, super. Kriegen wir keinen Bock zusammen. Was willst du denn immer? Das sind doch die Gänse. Da ist die Kuh. Komm raus. Also nee. Und die Mopsi ist wieder da. Du, ich sag euch jetzt mal was, ne? Gestern haben wir gedacht, komm, ich habe meinen Mann zum Bahnhof gefahren. Komm, ist nicht schlimm. Haben wir eine Nacht mit allen Katzen im Haus verbracht. Alle. Nie wieder. Horrorszenario. Also, ne, Katzenklo reingebracht. War kein Problem. Alle sind aufs Klo gegangen. Aber wurde, ich weiß nicht von wem, einmal so in der Nacht in die Wange gebissen. So spielerisch oder keine Ahnung, geweckt, das ist mein Bett. Ich weiß es nicht. Fängst jetzt du an rumzubrüllen. Und, aber immer nur meine, die ich mag, ne? Mopsi war da, Bambi, Prinz. Und wer war noch da? Und Maddox. Der Maddox. Ja, geh rein. Schaffst du es jetzt? Ja, du bist ein großer Kater. Ja, Maddox, die hat sich mal kurz, sag ich mal Maddox hier. Mopsi hat sich beim Nachbar, der 1000 Schäferhunde hat, wollte sie nicht mehr raus aus dem Haus. Und die ganzen Frauen haben jetzt, hast du eine Katze gefunden? Sag ich, ja, ich habe sie gefunden. Und davor haben sie mich auch gefragt, hast du eine Katze gefunden? Nee, hab ein Foto gezeigt. War das die, die du gesehen hast? Hanoi, die sah ganz anders aus. In ihrer Saidi-Sprache gesagt. Ich so, ach so, dann suchen wir umsonst dahinter beim Bürgermeister. Ah ja, vielleicht soll ich ein Bild in deinem Supermarkt aufhängen von der Katz. Lost. Dann haben die gelacht. Sollen wir noch ein Bild aufhängen hier im Supermarkt? Die Deutsche ist völlig verrückt geworden. Guck mal, jetzt macht die sogar die mit ihrem Maul, will sie das Schloss aufmachen. Ja, ich bringe euch gleich. Wir haben Zuckerrohr draußen. Amina ist in der DARS. Die hat heute Mathe-Test. Der geht's heute nicht gut. Ich habe gesagt, bleib doch zu Hause, mach ich auch mal krank. Nein, aber nicht, wenn ein Mathe-Test geschrieben wird. Ich habe gedacht, ich bin das. Also das hätte mir mal passieren müssen. Die hatte Flotte Otto mal wieder. Das ist noch nicht ganz weg.
Und jetzt geht die einfach so und sie hat gesagt, sie fühlt sich nicht wohl. Aber Mathe-Test, da gibt es keinen krank. Das ist eine Vorzeigeschülerin, oder? So wäre ich mal, so hätte ich mal gemacht. Nie wieder. Auf jeden Fall hätte ich das nicht gemacht. Ah ja, ich habe mich noch krank gestellt. Oh, ist mir schlecht heute. Jalla. Na gut, morgen früh, also heute Nacht ist der Mahmud natürlich mit dem Billigzug gefahren. Kein Schlafzug. Der hat gesagt, spinnst du 700 Pfund, das zahle ich nicht. Ja, dann hat er einen normalen Zug genommen, hat nur 2 Stunden geschlafen. Ja, der hat Angst, dass jemand seine Tasche klaut, ne? Wenn er schläft, da ist alles. Dann hat er extra kein Geld mitgenommen und hebt im Kairo ab. Dann habe ich gesagt, ja super, wenn die Tasche geklaut ist, sind die ganzen Originaldokumente weg von den Kindern und deine Visakarte. Ja, Geld kann ich mir immer schicken lassen. Aber dann kann ich halt auch nicht die Dokumente machen. Ach, egal. Naja, auf jeden Fall kommt er heute Abend, um 9 Uhr fährt er wieder zurück und ich hoffe, dass er dann schläft. Jetzt ist er fertig, hat alle Papiere bekommen und er denkt, dass mit diesen Papieren das nicht geht bei der Schule. Ach was, ich sag, denk positiv, das geht. Hallo, wieso soll das nicht gehen? Ach ja, ich bin total müde, ich will gar nicht jammern, aber ich jammer halt, ne? Ich nehme doch so wieder Augmentin ein Gramm. Das macht mich, oh, bübel. Das macht mich voll fertig. Bin total faul und müde. Und ja, jetzt habe ich keine Zahnschmerzen. Jetzt kommen die Rückenschmerzen wieder, weil die Schmerztabletten nicht mehr wirken, ne? Weil ich habe ja Diclofenac. Das ist auch für den Rücken. Ja, jetzt habe ich wieder Rückenschmerzen. Und, was habe ich noch? Was war's? Ach so, müde wegen Antibiotika, keine Ahnung. Antibiotikum. Ach ja, so ist es. Ich warte auf die Mausi, dann machen wir uns Teller mit Tuna und esse ganz viel Zwiebeln, gell? Und heute schlaft ihr draußen. Das geht gar nicht. Eine Nacht, das war so gemütlich. Ich konnte es ja nicht mal filmen, mein Mann, wenn der das sieht. Aber es war schön. Abends schön mit ihnen im Haus, aber nachts, du, die sind alle unter die Decke, über die Decke, geschubst. Miau. Mal kurz ins Gesicht gebissen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht mal gesehen. Wer? Es war ja dunkel. Vielleicht war das ein Liebesbiss. Ich weiß nicht. Tja. Ja, Mausi hat die gleiche Nacht gehabt. Die waren auch alle bei ihr hin und her, hin und her. Ja. Geh, Mopsi. Ach, ich sag immer zu dir, Mopsi. Der liebt mich. Der. Oh. Ja, Ferial. Da ist eine Katze in der Küche. Na, ihr lieben Katzislein, die will wieder rein, Hanoi. Jetzt haben wir wieder endlich putzt, gell. Bin schon voll außer Atem. Ich sag's euch, das ist was immer schwächer. Du, gell? Ja. Ich habe meine Schuhe wieder gefunden, die Mausi hat sie in die... Was ist jetzt los? Wer ist das Donner? Lass deine Tante... Den Teppich muss man endlich weg. Seit dem, ich glaube, ein Jahr ist der hier. Ein halbes Jahr, keine Ahnung. Jetzt habe ich endlich den Schlüssel gefunden. Tada! Ja, ich trage das jetzt weg. Und das blöde Aquarium nervt mich auch. Was willst du machen? So ist es hier. Wie der eingestaubt ist. Gerade gekehrt, gell? Hanoi. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Also Leute, Mission heute, ich nehme meine Schwägerin mit und wir fahren in die Stadt und gucken, dass wir dort ein Schafsbaby retten vom Opferfest. Was heißt für nächstes Opferfest? Nicht für uns. Wir nehmen das, dass das dein Mann wird, gell? Kriegst du einen Mann. Aber das wird nicht gerettet, das wird gekauft, falsch gesagt. Weil wir kaufen ja ein kleineres. Wir können nicht noch ein 3000 Pfund Schaf kaufen, das wir müssen aussparen, gell? Ich denke mal, für 1000 Pfund kriegt man ein einjähriges Schaf. Und in 1,5 Monaten wird die ja werfen, inshallah. Und dann demnächst, gell, Melli? Ja. Hier, der iCrimex. Ja, dich meine ich. Crimex. Hast du Flöhe von dem Haas? Das ist ja so eine Straße. Du leckst auch schon wieder deine Mama. Ich setze mich auf den Boden. Ja, ich freue mich heute. Abend fährt mein Mann zurück. Also, ich habe den schon vermisst. Ich habe das nicht gedacht, gell? Ich sogar, da hast du mich doch verhext.
Jetzt vermisse ich den schon am Bahnhof, als ich ihn abgeliefert habe. How come? Hallöchen. Na du, Fluffy. Fluffy Kelly. Ja. Und du kommst zu Mama? Ja. Und du? Nicht beißen. Oh, das tut aber ganz schön knabbern. Knabbern. Ja, fein. Fein, feiner Bock. Feiner Bock. Du bist ein feiner. Gell? Ja. Nicht essen. Ja, heute ist Putzen angesagt gewesen. Ich habe wenig gefilmt, wie ihr seht. Veranda geputzt, das Haus geputzt. Wenn der Mann nicht da ist, hat man Zeit. Ja. Ja. Hm, du. Er ist ein ganz lieber. Au. Was für Effekt. Du ziehst dir gleich an deine Segelohren durch. Sag das. Also. Sind doch keine Serbaue. Sind bestimmt normale Ziegenbälle, die sagt der Spezialist. Aber das ist eine Serbaue. Die ist noch klein, die wächst noch. Gell, Fluffy? Für dich suchen wir einen Ja, du riechst. Nach was riecht denn das? Ah, das riecht nach Seife. Riecht die Seife gut. Ist von Amazon. Nee, gar nicht. Die habe ich vom Rezeman. So, stimmt. Da ist der Garfield. Der ist wieder fit. Leute, ist das schön. Guck mal, in den Kommentaren habt ihr auch geschrieben, ist es nicht besser, ihn zu lösen? Das habe ich auch gedacht. Ich habe mir schon alle Möglichkeiten überlegt, ob ich irgendwie so, da gibt es so eine Schlafmittelspritze, die wirkt ziemlich schnell, das kann man dann hochdosiert geben und dann irgendwie, ne, wenn er tief schläft, halt irgendwie erlösen. Das ist, ich weiß nicht, aber bevor ein Tier so leidet und vor deinen Augen verhungert, was ist denn jetzt das? Da ist eine Katze mit der Pfote. Tut an meinem Popo. Also bitte. Krabst da hinten um. Ja, kann ich ja nicht. Ne? Haben wir überlegt, weil die Tierärzte schläfern ja hier nicht ein. Ich kenne keinen, der das macht. Ja. Und dann hat die deutsche Tierärztin gesagt, mach's nicht. Gib die Tablette, mehr kann ich eh nicht machen. So schlecht sieht er nicht aus zum Einschläfern. Recht hat sie gehabt. Super. Also das, und der nimmt zu. Der ist jetzt wieder dicker. Der hat dicke Jardien. Sein Immunsystem war ja auch richtig am Ende durch die ganze Medizin. Aber er hat Pavo überlebt, Jardien überlebt. Subhanallah. Geimpft ist er doppelt, also jetzt kannst du nur noch bergauf gehen. Guck, die Hühner sind schon im Bett. Wir haben 20 Minuten vor Maghreb. Ja. Heute war es ein kalter Tag und Mahmoud hat gefroren in Kairo. Keine Sonne, nix. Ja. Und er war schon um 8 Uhr bei der deutschen Botschaft. Hat gedacht, vielleicht lassen die den rein. Hanoi, um 12 Uhr ist Passdings. Dann ist er schon nochmal weggegangen im Café und hat dort nochmal so 2 Stunden rumgelungert. Und dann um 10 ist er wieder zur deutschen Botschaft und hat da 2 Stunden gewartet. Der Arme. Naja, gut. Und nur 2 Stunden geschlafen und von mir geträumt. Ja, aber ich habe auch von ihm geträumt, dass er kommt und die ganze Katze im Haus sieht. Aber er hat sich ins Bett zu uns allen gelegt. Die Kinder waren alle im Bett. Er ist dazugekommen und hat gelächelt im Traum. Und die Katzen waren alle auf der Bettdecke. Das war mein Traum heute. Ist mir vorhin eingefallen. Das habe ich heute echt geträumt. Und er hat gelächelt. Da kann ich echt träumen. Das wird er nie machen. Oh Leute, ich lache mich krank, ehrlich. Ja. So ist es. Paris, Panda, Don Corleone, der Pate. Er guckt nur ums Eck. Weg ist er. Ich habe dir etwas zu sagen. Panama? Hier Don Rosso? Da bist du. Ja, du bist so ein Süßer. Ganz süß. Ich muss mit dir reden. Ja, guck mal, meine Socke, das ist graus, ist das. Nein, gestopft in die Leggings, wir sind Bauern. Gell, Ninja? Ja, ist egal. Ist egal. Hm, Teddy? Die sind schön dick und rund, subhanallah.
Masha'Allah. Zeig mir mal die 45 Pfund Crepe. Öfter? Die haben 40 oder die 30? Guck mal, wow, lecker, lecker, so. Wow, Belhenna wa Shifa, Mashi. Eins für Amina. Na gut. Da liegt noch die Abaya, weil der Boden nass ist. Na, damit man nicht da... Jonas ist mit seinen dreckigen Socken gekommen. Ja, Amina! Kommen Sie! Der hat mich vorhin gerade voll blamiert. Voll blamiert? Was hat er gesagt? Ich sage es doch nur im Internet. Ja, ist doch egal. Er hat gesagt, ich rupse das. Du! Ach was. Gucken Sie, Ihr Essen ist in dieser dreckigen Mikrowelle. Der Crepe. Haben Sie Hunger? Hast du jetzt keinen Hunger? Ich habe den in der Alufolie eingepackt. Und wie wirst du den aufwärmen? Kein Gerücht mit Alufolie. Diese Antwort wollte ich hören. Einfach auspacken, Teller, nochmal rein. Ich habe ihn da drin. Und da ist Bissara. Bissara hat die Selwa gekocht. Guck. Guck mal, Bissara. Dugi. Fimalch. Die muss jetzt mit dem Salz aufhören, weil die Kinder sind schon krank. Viel Salz? So. Ist nicht salzig, aber schmeckt mir nicht. Schmeckt dir nicht? Nee. Wieso denn? Was? Weil sie Salz zu viel. Super. Was schmeckt dir nicht? Super Essen. Bissara. Also Leute. Guten Morgen. Ich empfange jetzt ganz in Schwarz meinen Mann. Aus Spaß, gell? Der wird sagen, wieso bist du ganz in Schwarz? Das macht man hier nur, wenn jemand gestorben ist. Ein bisschen Spaß muss sein. Demnächst muss er kommen. Ja, Leute, wir waren gestern. Warte, ich erzähle euch das gleich. Guck mal, der Garfield. Putzt du dich jetzt wieder? Muss sie dich nicht mehr putzen? Ich glaube, der ist über den Berg, gell? Mopsi und Maddox sind im... Ja, die müssen wir auch noch. Die sind im Haus. Ja, Heidi. Ups. Wir waren gestern mit der Schwägerin auf Schafsfang. Ich habe extra gesagt, haltet hier sauber. Und die gute Schere von... Also bitte. Was? Da hat ein Vogel hingemacht. Das geht uns nichts an. Komm, hock mir jetzt mal da nach. Ist schon dreckig. Ja. Ah, ich dachte gerade, ist ein Loch. Guck mal, hier die Bücher, alles da. Also bitte, Leute. Kinder. Sind die alten Schulbücher von der Mausi von der 5. Klasse und die wollen sie zerschnippeln. Oder haben sie zerschnippelt? Ja, meine Lieben. Aha, jetzt können wir gleich gucken, was der Garfield produziert. Wir waren gestern auf Schafsjagd. 2 Stunden haben wir den Saber gesucht. Machst du nur Pipi? Ja, ich glaube. Nur Pipi, genau. Bei den Katzen habe ich jetzt so beobachtet, wenn sie groß machen, tun sie die Augen zudrücken. Die meisten. Und wenn Pipi, gar nichts, da sind sie ganz relaxed. Jo, so ist es. Ja, ich muss ihm kurz mal hier das weg. Ja. Auf Schafsjagd 2 Stunden rumgefahren. Den Schäfer gesucht. Alle kennen den, aber keiner hat seine Nummer. Der kommt in 2 Minuten wieder, 10 Minuten wieder. Der macht immer eine Runde mit seinen Schafen. Und wir suchen ihn da hinten, sind wir wieder zurückgekommen. Gerade war er da, jetzt ist er wieder weg. Und ich so, lüg doch nicht. Und dann fahren wir in die Richtung, wo der Herr... Da ist keine Sau mehr. Sag mal, der kann doch nicht mit 100 Schafen in 2 Minuten weg sein. Wo soll der hin? Na ja, gut, dann sagt der eine, ich besorge dir die Telefonnummer. Okay. Wenn wir ihn da hinten nicht finden, kommst du zurück, ich gebe dir die Nummer. Okay, komme ich zurück, hat er seinen Stand abgebaut und ist heimgegangen. Super Typ. Ich so, ey, da kriegen wir ja nie den Schaf zusammen. Und gestern, mein Mann, freust du dich so sehr, dass ich komme, dass du ein Schaf schlachtest? Wenn der will, ich so, nee. Na klar freue ich mich, dass er kommt, aber ich wollte ein Schaf kaufen. Jetzt kommt er halt, jetzt kaufe ich nichts. Wir haben es nicht geschafft. Da waren wir bei dem Räuber wieder, der uns
ich sage immer Harami zu dem, weil der hat uns die Ziege verkauft. Ich glaube, ich habe 500 Pfund mehr bezahlt, aber ist egal. Ist eine gute Ziege, ne? Der Ziegenbock. Da waren wir wieder bei dem und ich wollte ein Schaf für ein Jahr alt gefragt, sagt er 3000. Ich habe, nee, das zahle ich nicht. So teuer. Auf keinen Fall. Ja. Wir haben jetzt 8 Uhr, die Sonne scheint, aber das täuscht, Leute, es ist frisch. 15 Grad oder so, also ich habe 2 Abayas an und eine Leggings und, guck, Abaya, Wind, 2 Winterabayas, Leggings, das und Socken. Ne? Und frisch badet für den Moor. Gestern Abend. Hör mal auf. Ich sag das. War gar nicht geplant, aber wir machen das so. Mausi hat gebadet, sag ich, komm, ist das Wasser noch drin? Husch ja auch noch, nein. Kennt ihr das? Wir sind ja ganz normal. Ganz normale Leute. Bevor es das Wasser raus, habe ich auch noch eine Runde mit. Das ist wie duschen. Donner. Die neue Möbel. Rattan. Und du. Spinnt ihr. Muss man gleich. Gell? Garfield, genau. Du weißt es zu schätzen. So. Ja. Super. Der Bobo putzt auf meine Rattanmöbel. Das will er mal sehen. Hör mal auf. Ja, wo ist denn jetzt der Kerl? Ganz in schwarz. Mache ich Spaß, dann macht einen Unfall mit dem Auto und ich hocke in schwarz da. Das wär's doch, Fräulein Lassin. Also es war nicht geplant. Ich habe mich einfach angezogen und dann sehe ich, ich bin ganz in schwarz. Das war jetzt halt extra für ihn. Ne? Ah ja. Der Mahmoud. Hallöchen, ihr Süßen. Wie sie kommen. Ja. Oh, die Tür ist ganz offen. Der Hahn ist wieder da, guck. Der kommt immer hier und frisst. Der vierte Tag ist der jetzt draußen. Das ist ein freilebender Hahn. Den kann niemand fangen. Die Uhr. Du spinnst, du. Was machst denn du bei den Katzen? Oh nein, ich hab Angst, ich hab Angst. Hast du das ganze Katzenfutter gefressen? Das ist doch Schafskacke. Und Kuhkacke, sag mal. Guckt euch, geht, ist das eklig. Also nee, ihr armen Mäuse. Alles leer. Sag mal. Melli, du machst mich fertig. Wirklich. Jetzt will ich gar nicht die Ziegen rauslassen. Komm. Ja, mal, ich muss Sachen putzen. Ach, schmeiß mir das erstmal in die Ecke. Oh, nee. Kommt. Kommt raus. Ihr seid eh noch dick. Okay? Ah, ja, ja. Hier ist nichts passiert, sonst würden die nicht rauskommen. Ja, okay. Boah, wie das. La! Jetzt haut die mir noch ab. Nein, 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 nein. La! Jetzt sind die alle draußen. Nein! Guck dir das Ding an. Ich bin so ein Dummkopf. Nein, nicht hinkacken, ich hab gekehrt. Ja, super! Jalla! La! Marie, krieg schon mehr Ärger, komm. Ja, Labina. Oma, zurück. Nein, immer die 2 Chefziegen nehmen. Also nee. Jalla. Jalla, Teller. Gudi, haut ab. Die haben gemerkt, wo das Futter ist. Geh. Also. Noch eins, nee. Na. Was willst du noch draußen? Nee. Das war jetzt was, hä? Ah, da kommt er, der Kerle. Ah, hi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Salama. Just I bring the goat away. And good, comfortable. Wow, what you bring? I see something bamba. You bring Hedeya for us? I see for Shani. And Kulutamam. Me. Yeah. You look good for this. And you like it, the furniture.
La. It feels tight, alles. Too small. For me it's nice. And all the children tacht all the time. Okay, sure. And the winning? Yeah. And I'm freezing, I want to go under the batanea. Shower hour or not? No, shower, yeah. I want to warm myself. So cold? 1 hour. Malish. I put the heater in the bathroom. You open it and sit. It's nice. Bathroom. Das sagt gar nichts zu meinem Outfit. Look, I'm full in black. The husband dying. Nein. Aho! A stranger coming. The Baba. Juhu! Amina! Oh, und er bringt Geschenke. I hope you don't bring the for me nothing. Yeah. Nothing. So, egal. I bring by myself. Setzt euch hin und ich zeig euch. Nee. Wow. Cool. Show me. I think it's Pshoya big, but looking nice. Ami. Wow. Habibi. Oh, sind die schön süß. Tanja, komm mal rein. Oh, ich glaube, das sind meine. I get also. Wow, Partnerlook, super. Was ist das für eine Größe? 41. Ja, ja, super. Mach Mut. Perfekt. Super. Shut up, Socks. Das ist für June Socken, oder? Alle. Es hat aufgehört zu filmen, ich weiß nicht wann. Egal. Ich habe die gleichen Schuhe wie die Mausi. Partnerlook. I want to bring for her dress. This is for you. For me? Yeah. Waha, Seide oder was? Was ist denn das? Oh, Samt. Nice, Mahmoud. Oh, this is your style. Nee, Königin. Genau. Wow. Das ist ja cool, wirklich, aus China. Mama. Wow. Das ist passend jetzt, zu Denne. Das fehlt mir noch. Das ist für die Galabeya. Oh, nice. Gumash, Mabruk. Baba. Nochmal Baba, in Blau. Ja. Wasser. Yunus. Rest Gypsy. Jenny. Wow. Yunus. Dennis and Dennis. I know what you bring else. Und Yunus fi Hagatani? Yeah. He said, look, he's crying, Mahmoud. What the two, Shani? Shoes with thee? Ubaba two? Umama two? Three. Yes, daddy. The shoes. Ja, egal. Khalas, Habibi. Super. So, alles wieder gut, Yunus, gell? Alhamdulillah. Ja, der hat geweint, weil seine Schuhe zu groß sind auch noch. Die passen ihm nicht. 34 und so viel zu groß. Aber die tun wir ein. 34. Doch, ich hab geguckt. Du hast 33. Und die manche, die hast du doch in den Schrank getan, die Schuhe. Ah ja, nächstes Jahr passen sie. Kommt kein Staub hin, nix. Genau. Gut, meine Lieben, Baba wieder da, alles wieder gut. Alhamdulillah. Wir sind glücklich, gell? Bist fertig? Jetzt ist schon wieder ausgegangen, also mit Arabisch bist fertig. Gut, das war's mit dem Video. Bis die Tage, Maschilema. Bye. Bye, bye.